vor. Hier ist einfach ein Haus. Ja, moin. Hier ist einfach ein Haus. Hä? Freunde, wir gehen rein. Heute Seven Wars Wild Teams. Verlassene Siedlung. Folge 13. Okidi Dogili. So. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Was da kommt passiert? Die Heli. Für mich heißt es Feierabend Anfang. Oh. Hä? Schmeckt richtig gut. Die da gegessen? Warte mal, was hatten die da gegessen? Das waren diese Napfschnecken, ne? Kann das sein? Und die haben die geröstet. Fisch! Fisch! Fisch, Fisch, trink Fisch, gerade drei Fisch, Stück Wasser. Wirklich, ich habe gekämpft, nicht zu kotzen gerade. Die Flut hat uns mal ganz entspannt den kompletten Zurückweg abgeschnitten. Ja, noch nicht. So, mal schauen, wie es weitergeht. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Man hätte das Brackwasser Alter, auch einfach mal trinken können. Das erste Mal so richtig, boah. Das so schwer ist das alles Scheiße. Nicht. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Ich weiß nicht, ob das Intro da vorgeschnitten wird. Schneid das ja nicht. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Burnspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, ey! Das ist so krass, ey! Come on, yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival. Seven vs. Wild Teams. Panama. Spaß. Wo sind eigentlich meine Nüsschen? So. Tag 8, 13:49. Trimix-Syndromata. So, Leute, wir sind zurück am Shelter. Ach so. Das war. Die Flut hat uns alles abgeschnitten. Alles. Wir sehen auf jeden Fall ganz schön fertig aus. Wir haben sogar kurzfristig mit den Gedanken gespielt, den gelben Knopf zu drücken. Es war wie. Oha! Aber warum haben die es nicht gefilmt? Ich glaube, ich erinnere mich, dass die keinen Ersatzakku mit hatten, nur die Kamera aus war. An Tag 1 mussten wir durch die allerfettesten Mangrovenbüsche, die haben einen überall festgehalten, an jedem Schuh, an jeder Lasche, an der Hose, an der Jacke. Ganz krank. Romatra hat da ultra noch mal durchgeprescht. Ich kann nicht mehr. Riesenrespekt. Jetzt erst mal wieder Mittagsschlaf. Das ist unglaublich dumm, wenn es wirklich nur ist, die Mission 14 Tage hier sein, dann macht man sowas eigentlich nicht. Aber es wird auch einfach, wir haben keinen Fisch, uns geht unser Wasser zu Neige, wir haben hier wahrscheinlich eh nicht mehr allzu viele Tage vor uns. Bevor uns Süßwasser und Essen komplett ausgeht, da können wir uns auch ein bisschen was anschauen. Sehe ich genauso. Dann haben wir gestern. Klingt so, als hätten sie nicht vor, die komplette Zeit noch vom durchzumachen. Kochen mit den heißen Steinen. Ah, chillig. Eine richtig fette Brandblase, die so richtig wehtut. Auch noch rechts, somit ich alles greife. Oh, dann kommt der Switch. Alter, Dominik sieht fertig aus. Aber Kevin auch. Alarmstufe braun. Mehr muss ich nicht sagen, leider. Ah, die Lippen, Alter. Die waren letztes Mal schon so krass. Also mein Plan ist folgender. Weil wir filtern unser Wasser ja nicht mehr durch den Schal, weil das haben wir aufgegeben. Das heißt, ich habe jetzt meinen Schal, der hängt gerade da und der ist so ein bisschen nass. Das wird mein feuchtes Toilettenpapier sein, was ich auch im Fluss wieder auswasche. Und dann nehme ich mir jetzt noch von meine, wie sagst du immer? Lange Männers. Lange Männers, ja. Von meiner langen Unterhose schneide ich mir jetzt noch ein Stück ab. Das wird so ein, sag ich mal, damit machen wir den letzten Wipe, um alles sicherzustellen.
So. Ja, solid. Ist doch ganz geil, oder? Vielen. So, als letzten Viper hier. Haben wir das schon mal. Und das ist jetzt ein bisschen nervig hier, aber ich habe ja so lange Socken. Dann kann ich das einfach in die Hose, Alter. Immer hier so reinstecken. Dann wie so die Gangster früher, die vom Rewe gechillt haben. Aber dann baumelt das nicht so dumm rum. Zack. Boah, die Pisse ist so tief, gell, Digga. Das ist wie Fanta. Schlimmer. Ja, warum trinken die nichts? Das verstehe ich nicht. Die haben doch genug Wasser da und sind eigentlich gefühlt komplett dehydriert. Er sagt selber gerade, dass sein Urin komplett orange ist und seine Lippen. Ich weiß nicht, ob er es selber nicht sieht oder ob Kevin ihm das nicht sagt. Verstehe ich nicht. Immer. Das ist, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Einfach mal zwingen. Einfach mal dann auch mal die 3 Liter am Tag reinknallen. Wir sind so dehydriert hier, Alter. Ich glaube, man sieht es auch schon ein bisschen im Gesicht, dass ich ein bisschen... Bisschen, Alter. ...abgenommen habe. Also abgenommen. Nee, man sieht aber die Lippen auf jeden Fall und man sieht auch an der Stirn halt so ein bisschen Pickelchen und so ein bisschen Ausschlag, ne? Ist die Frage, woher das kommt. Ob das durch mangelnde Hygiene kommt? Ich glaube es fast nicht. Sondern einfach, weil der Körper sich irgendwie umstellt oder sowas, ist er? Oder irgendwie keine Nahrung kriegt oder so. Ich kenne mich nicht aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass das unterschiedliche Ursachen hat. Wahnsinn. Aber ich verstehe nicht, warum die dehydriert sind. Passt der Engel noch? Läuf. Hä? Läuf. Ich fange jetzt an. Danke. Wie die sich wirklich auch alle beim Scheißen gefilmt haben, ne? Also komplett. Ich habe ja in Staffel 1 habe ich ja auch das so ein bisschen begleitet und gefilmt, aber halt die Vorbereitung so ein bisschen, aber nicht währenddessen. Okay, viel Luft. Ist das gottlos, Digga. Ja, geil, halten auch alle komplett drauf. Ist das gottlos. Ich glaube, das war's schon. Das war legit ein Brock, aber ich chill es einfach mal noch so auf gute alte deutsche Männermanier. Bisschen auf dem Scheißbalken. Und gucken mal, ob noch irgendwas kommt hier. Hey, Bär! Stell dir vor, beim Scheißen noch vom Bär angegriffen. Alter, dann ist ja wirklich vorbei. Das ist ja schon, Alter. Oder muss ja gar nicht angegriffen sein, aber stell dir vor, du hockst da mit Hose runter und in dem Moment kommt der Bär halt wirklich vorbei. Wäre schon unangenehm. Hey. Alter, nee, das ist nicht wenig. Das sieht aus, als wäre da so eine Schildkröte gespawnt hier. Oh, holy shit, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben einen Podcast. Der erscheint jeden Sonntag 18 Uhr. Und dass der natürlich auch hier mal aus der Wildnis entstehen kann, wurden uns extra SD-Karten mitgegeben. Wir werden jetzt unseren Podcast live aus unserem Shelter aufnehmen. Und ihr hört den dann, wenn diese Folge hier... Den Podcast findet ihr ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Edeltalk. Link in der Infobox. Normal von Sam Oswald Release. Es ist fucking verrückt. Ja, ultra geil, ultra geil. Das Orga-Team hat das extra... Ich bin ganz bisschen Zitronen-Eis, sorry. Ich muss... auf Entzug. Das Horror-Team hat uns richtig auf korrekt noch ein paar SD-Karten mehr mitgegeben, weil wir immer auch mit Video aufnehmen. Und ja, ich freue mich drauf. Das machen wir jetzt. Das ist du geil. Du bist sehr leise. So ist gut jetzt, ne? Jetzt, ja. Affe und Hanna, let's go. Ich werde jetzt nochmal unter den Steinen hier gucken und die ganzen kleinen Krebse hier sammeln. Einfach umklappen. Und unter jedem Stein wird man hier krass. Mit Sicherheit 2, 3 Krebse finden. So. Die reichen ja vielleicht schon. Probieren wir es mal aus. Haben ein paar Algen schon drin. Schon ach so, für die Fischfalle. Hingesammelt haben. Ich glaube, dass die Öffnung zu groß ist. Normalerweise, so wie ich das kenne, lässt man die normale Flaschenöffnung so und schneidet die nicht ab. Packen das mit rein. Glaubst du? So. Dann wollen wir das Ganze einfach mal so auslegen. Fische haben wir heute leider keiner gefunden. Leider? Leider keine gefunden. Leider keine gefunden. Flut ist noch nicht da, ne? Die kommt hier später hin. Ja. Lässt man das Ganze so liegen und wartet, was passiert. Die Flut geht später bis da hinten hoch. Ja. Bären haben wir mittlerweile auch schon einige gesammelt in dem ganzen Prozess hier. Boah, richtig, richtig gut. So, man kann jetzt sehen, dass Hanna hinten die Bären abspült. Wir wollen die noch mal ein bisschen säubern.
Echt? Um alles an Bakterien oder was weiß ich da abzubekommen. Das haben wir nicht gemacht, wir sind direkt so gesnackt. Ich baue jetzt hier einen Stuhl hin, so zumindest die Mission. Werd jetzt den hier, keine Ahnung, nach links spannen. Ich könnte den auch abschlagen, aber Hanna sagt, der fühlt sich wohl an. Da gibt's so ein bisschen Schutz. Das heißt, ich werde den hier einfach nach links spannen und dann hier mich ein bisschen ausprobieren, die vielleicht Steine jetzt ein bisschen hinlegen, Gärtnerarbeiten oder so, dass man so eine geile Sitzposition hat, denn was haben wir heute? Tag 8, ne? Man ist schon ein bisschen schlapper, würde ich definitiv sagen. Aber wir haben heute auch noch keine Nahrung gehabt. Und wenn ich daran denke, wie ich mich gestern morgens gefühlt habe, war es ähnlich zu heute. Und dann Alter, Tag 8, da bin ich aber, da ist gar nichts mehr los. Hatte ich gestern doch die Schnecken. Und damit ging es mir auf einmal. Aber vielleicht liegt das halt auch daran, wenn du halt natürlich ein größeres Muskelvolumen hast, dass dein Körper auch generell natürlich mehr Energie braucht und sich dann dementsprechend noch schlapper fühlt, als wenn du halt weniger Muskulatur hast. Ich war, vielleicht passiert das heute mit den Bären ja auch. Also eins kann man heute schon mal ganz sicher sagen, die Bären spenden lange, 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 lange nicht so viel Energie wie die Schnecken gestern. Hanna hinten schon fleißig am Trinken, damit wir beide zumindest einigermaßen fit bleiben. Wir wollen jetzt unseren Stuhl bauen und haben diesen Stein entdeckt. Und man ist irgendwie so schlappi heute, dass man sich fragt, ob man überhaupt noch in der Lage ist, den zu tragen. Aber ich bin so motiviert, einen Stuhl zu haben, damit ich einfach chillen kann und mich raufsetzen kann. Das heißt, wir werden unsere Kraft gleich nochmal aufopfern für unseren Stuhl. Ja. Oh, ja, es geht voll. Oh. Er geht richtig gut. So, und dann wird ja alles mit Moos ausgefüllt, also ist eine richtige Sitzposition. Oh, ist das geil, ich stehe hier nie wieder auf. Oh. Wo ich gerade das Lager sehe mit dem Tarp und so weiter, ich finde es echt übel schade, aber da kannst du halt nichts machen, dass es halt einfach nicht geregnet hat, ne? Dass es halt einfach komplett alles furztrocken ist. Es hat jetzt nicht immer die Sonne geschienen, ja, und es war mal so ein bisschen tröpfelmäßig und so, aber es gab, könnt ihr euch noch an Panama erinnern, wo es so ein richtig geiles Gewitter gab und das mehrfach, wo es richtig geschüttet hat. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Und dann bist du einfach in Kanada und dann bist du 14 Tage lang draußen und du hast irgendwie, ja, aber kannst du nicht beeinflussen. Also du kannst nur daran beeinflussen, indem du halt die Jahreszeit, wo du das halt dann vor Ort machst, dementsprechend anpasst. Hanna ist auch zufrieden mit dem Gerät, was wir gerade gebaut haben. Jetzt noch ein bisschen Moos drauf. Oh, dieses Lächeln. Geil. Richtig schön. So machen wir das. So, wir haben hier noch ganz schön viel Material. Zum einen Zieder, daraus kann man noch irgendwie später was flechten. Zum anderen einiges an Moos. Und wir werden jetzt unser Bett noch mal ein bisschen auffüllen, noch mal neu machen. Aber man sieht schon, wie krass viel Moos wir haben. Das ist schon geil. Also das würde ich gerne mal Probe liegen. So, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Irgendwie finde ich das ganz cool, einfach so komplett aufzufüllen, das Ding in so einen Rahmen zu bauen. Für mich alleine wird es gerade so reichen, würde ich sagen. Zu zweit mit Martin, schwierig. Wir lagen jetzt echt 2 Nächte drauf, ohne nochmal auszubessern. Und es ging echt, aber Hanna mit ihrer Schulter hat ein paar Probleme. Deswegen werden wir das Ganze auffüllen. Andere Schulter. Andere Schulter. Ah, ich gebe ihr nachher nochmal eine ordentliche Massage. Ja. Jo. Und dann gucken wir mal, was an Moos übrig ist. Die bauen gleich noch eine Massageliege. Stuhl so ein bisschen, weiß ich nicht, machen können, dass der auch nach was aussieht. So sieht das ganz schön lächerlich aus. Aber weißt du, an Tag 8 fühlt sich das schon irgendwie geil an. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, dass der Zuschauer das irgendwie sieht, da muss ich auch nur denken, Alter, wie kann man sich über so einen Stein freuen? Aber wisst ihr, wie schwer der Stein sich schon anfühlt? Naja, let's go. Hanna legt jetzt hier auf die Druckstellen. Sieht sehr gemütlich und weich aus. Das Bett geil. Also, ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber ich bin voll stolz auf unser Bett. Ja, ich auch. Ja. Das haben wir richtig gut gemacht. Ich finde, da können wir stolz drauf sein. Absolut. Das stimmt. Genau. Und werden das Ganze mal ausfüllen und dann wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen mehr auf Moossuche gehen. So, wir haben jetzt hier den Moos verteilt, noch ein paar Cedar oben drauf gemacht, damit es die Mücken fernhält. Ja, und irgendwie ist heute so ein Schlappi-Tag, dass man sich sagt, man könnte noch einfach jetzt hier die ganze Zeit so liegen lassen. Zeig mal unseren Stuhl. Oh, stimmt. Wir haben den Stuhl fertig gebaut. Ich finde den voll geil. Okay. Und jetzt Moos aus dem Kleid ist das ein richtiger Premium-Stuhl.
Oh, oh. Hier kriegst du mich nie wieder weg, ey. Oh. Liegen oder sitzen? Krass. Zum Erholen. Heute ist ein Tag, chilliger, wo man auch so ein bisschen mit Schwindel zu kämpfen hat. Yep. Aber morgen machen wir wieder Feuer und kochen uns Schnecken. Und die kicken so krass rein, das kann man sich nicht vorstellen. Schnecken ist echt die Nahrung hier. Und Brühe. Brühe tut auch sehr gut. Wir machen das jetzt in Abständen von allen 2 Tagen. Das heißt, heute ist Schlabbitag und morgen ist Energietag. So, ihr Lieben. Aber warum machen die nicht jeden Tag Energietag? 2 Teilnehmer Geburtstag. Und zwar Sascha und Trimax. Und wir haben hier ein Zünderpäckchen von unserer Flasche geopfert. Boah, das größte Zünderpäckchen, was wir haben. Und jetzt gibt's ein Ständchen für euch mit hier Kerze. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sascha und Trimax. Happy Birthday to you. Wir hoffen, euch geht's noch gut, dass ihr noch drin seid. Und dass ihr diesen Geburtstag auch... Ja, damit holen sie sich aber ordentlich Sympathiepunkte ab bei den Zuschauern. ...auf eurem wunderschönen Spot genießen könnt. Ja, wir denken an euch. Tschüss! Wir haben heute Mittag wieder gelegen, auf unserer Wiese schöne Gespräche geführt. Jetzt Folgendes. Neue Ländereien müssen erobert werden. Ich habe das Angelnetz da vorne noch nicht ausgecheckt. Das checken wir am Ende aus, wenn wir gehen. Das da vorne ist die niedrigste Stelle mit bisschen, da müsste man nicht ins Wasser, um darüber auf diese Insel zu kommen. Aber guck dir diesen Weg an. Wir müssen irgendwie durch diesen Baum, auf diesen Mast, durch den Wald und dann darüber, um neue Beeren zu finden, die wir essen können, die uns Zucker bringen. Boah. Boah. Wenn du läufst, wackelt ganz schön. Es wackelt ganz Sascha geht da ganz entspannt rüber. Ganz schön. Soll ich halten erst? Wir hier rein, werden unsere Kleider nie wieder trocken. Klar, am Feuer. Alter. Sascha. Konzentrier dich. Ja. Wir sind drüben. Ich weiß, ob sie da dann aber auch Bären finden. Boah. Aber es ist krass, wie dick die angezogen sind, auch mit dieser Lodenjacke und der Mütze und so weiter, ne? Obwohl es da echt, ja, quasi Hochsommer ist. Ich komm. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind drüben. Ey, hier waren wir noch nie. Ey, so krass, dass wir jetzt nach einer Woche. Wir haben uns immer gedacht, was ist hier drüben? Ach, siehst du den Pfad hier, genau da, wo ich gehe? Ja. Der geht zum Pfad lang. Das stimmt. Tierpfad. Ja, da. Wolf. Ja, ja, ich sehe es. Also Wolf. Heute Nacht übrigens. Heute Nacht, haben wir noch gar nicht erzählt. Ich höre. Ich so in den Schlafsack rein, keine Kamera angemacht, nichts, ich war völlig fertig. Ich so. Ich höre was. Scheiße, das sind eigentlich die Aufnahmen, die du haben willst, ne? Aus der Nacht. Ich höre was. Du hast es auch gehört. Ich hab's gerochen. Er hat's gerochen. Keine Ahnung, was es war. Hey, die besten Beeren. Euer Naturwissenschaftler Knossi. Findet ihr auf dem Boden. Ja, weil da pinkeln nämlich die Tiere gegen. Das ist immer perfekt. Normalerweise. So einen kleinen Fuchsbandwurm. Da gibt noch ein bisschen extra Proteine. Der normale Waldbürger schaut auf Augenhöhe. Blickt auch gerne mal nach unten. Über das, was hier hinwegläuft. Wir haben das nicht gesehen. Schaut euch mal an, was wir hier für Beeren haben. Die sind alle essbar in den kanadischen Wäldern. Schaut euch das mal an. Und wir roden die einfach ab. So nehmen wir die mit, haben die in unserer Flasche. Und ruckzuck ist das Fläschchen voll. Weil diese Ländereien werden wir wahrscheinlich so auch nicht mehr sehen. Und wenn wir einmal hier gewesen sind, dann wollen wir auch alles mitnehmen, was geht. Wir haben eine halbe, dreiviertel Flasche. Zwar leider voll auch mit kleinen Ästen, weil wir keinen Bock hatten, die alle einzeln zu pflücken. Aber reicht für heute und für morgen vielleicht auch noch. Ja. Jeden Tag eine Überraschung an diesem Netz. Ich sag dir wieder was vielleicht drin. Vielleicht auch heute, wir wissen es nicht.
Ich sag dir wieder was. Bevor wir aus dem Paradies gehen. Oh. Und. Oh, wir hängen wieder. Wir hängen wieder. Ist schwer. Ist sehr schwer. Bitte lass. Frei. Lass unbedingt jetzt eine Fischtrennung sein. Wirklich unbedingt. Wir brauchen das Omega-3. Wir brauchen das Eiweiß. Omega-3. Wir kommen. Und? Irgendwas drin. Irgendwas ist Fisch da drin. Irgendwas ist da drin, ich glaube. Da ist ein Fisch drin. So ein dünner wieder, oder? Zweie! Bitte! Ja! Alter. Das ist krass, ne? Das ist krass. Ah. Fisch-Count! Fisch-Count 8 Fische. Irre. Das ist echt geil. Richtig, richtig cool. So, Leute, wenn wir jetzt noch mal richtig schön gedöst, richtig mal weggepennt hier, jetzt wieder zurück in die ganzen Klamotten. Mittlerweile echt, das T-Shirt ist so dreckig. Man ist so am Stinken. Ich würde mich am liebsten einmal waschen, aber im Meer waschen mit den ganzen Algenmist und der braune, warme Fluss, da kriegst du safe Ausschlag von. Das Waschen müssen wir, glaube ich, aussitzen. Mit dem Nicht-Waschen geht auch einher. Ich hatte vor 2 Tagen so eine kleine Pilzinfektion an den Innenoberschenkeln. Oha! Jetzt sich fett ausgebreitet und ist böse am Altern. Zeig mal! Brennt wie Hölle, nervt bei jedem Schritt. Ja, will ich sehen jetzt. Ich dachte, ich habe mir das nur ein bisschen wund gelaufen, weil wir so viel gegangen sind. Aber bei der Luft... Pilzinfektion am Oberschenkel? Feuchtigkeit hier, bei den Mengen, wie man schwitzt und seit 7 Tagen die gleiche Boxershorts an, die gleiche Unterhose. Das ist schon sehr lästig und sehr ekelhaft. So, hier will ich eine Tasse machen zum draus trinken. Das heißt, ich müsste das Ding mal hier so durchsägen. Handkettensäge. Das ist die riesigste Tasse, die ich hier gesehen habe. Ich mach das mal unten bei den Steinen, damit nicht so viel Sand in die Tasse reinkommt. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ja. Boah, die ist auch komplett verrostet, die Säge. Oh Gott. Aber die bleibt doch da an den Steinen hängen, wenn du das so machst. Glaube ich nicht, dass das geht. Nee. Das ist ein Albtraum. Boah, die Säge sieht richtig scheiße aus auch. Das ist 1000-fach anstrengender, als ich dachte. Die Tasse hier, das soll der Henkel werden. Das ist die Tasse. So, du guckst da. Das ganze Ding aus dem Holzpflock zu befreien mit einer Säge und einem Messer. Hey, ich habe Angst, dass beim Beton ich das ganze Ding hier kaputt mache. Okay, das ging toll. Wow. Hä? Das war ja fantastisch. Also wie lange hat er daran gesägt? Also, toll! Wow, das ist krass. Jetzt kann das echt was werden, Wahnsinn. Ja, also sieht das gar nicht mehr schlecht aus. Ich echte selbst gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass er das hinkriegt mit dem Durchsägen. Aber klar, wenn er hält, dann geht's. Stunden dran, ne? Mit jeder Abend am Kohle. Ja. So, Zwischenergebnis. Wir stecken über 10 Stunden Handarbeit drin. Ist ein Krug. Tasse oder Schüssel wird es nicht, es wird ein Krug. Ich versuche jetzt hier noch ein Loch reinzumachen in den Henkel. Und dann schleife ich die Seiten ein bisschen. Bisher habe ich nur gesägt und betoniert. So ein bisschen abschnitzen, ein bisschen ordentlich machen. In der Mitte ist super rund und toll. Eigentlich ein cooles Ding, hat das noch nie gemacht. Cool. Das ist ja toll. Das Ergebnis ist top. Ich war gerade überlegen, ob das, wenn man das über Nacht stehen lassen würde, ob das dicht hält. Oder ob sich dieses Holz so voll saugt und dann durch die Fasern auch unten raustropft. Hätte ich nie gedacht. Ich hätte noch nie ein Messer in der Hand, weil ich ultra Angst habe, mich zu schneiden, weil ich schon ganz viele Horrorstories gesehen habe, wie sich Leute geschnitten haben. Ich habe ja auch mal so ein Ding gebaut, wenn ihr euch dran erinnert. Das ist schon richtig alt. Wer von euch kennt noch dieses Video? Man kann ja mal ganz kurz gucken. Mal. Fritz Meinecke Kuxa vielleicht? Kommt das da? Nee, Fritz Meinecke. Schale. Ich habe eine Schale gemacht. Schale. Ja, hier. Das Ding hier.
Aber da hatte ich natürlich viel besseres Werkzeug. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Guck mal, da hatte ich richtig so einen Schälöffel und alles. Ja, da habe ich so eine Schale gebaut und die noch so eingeölt. Aber wie gesagt, ich habe ja, er hat ja nur so eine verrostete Säge und ein Messer. Das ist schon gut, ja. Schon top. Ich hatte noch nie vorher ein Messer und schon gar nicht so ein Messer in der Hand. Aber mit den Handschuhen, die schnitthemmend sind, fühlt man sich safe. Das ist der Krug, gerade getestet. Hä, wie hat er jetzt das Loch da reinbekommen? Wasserfest. Hä? Da ist ein perfektes Loch drin. Krass, hat ultra gebockt. Also es sieht gerade aktuell irgendwie so ein bisschen aus wie ein Rohling. Also jetzt kannst du halt das richtig geil hier einfach so ein bisschen ordentlich schön abschnitzen. Hier nochmal die Kanten brechen, hier vielleicht so eine kleine Rundung rein nochmal hier hinten. Geschnitzt, gesägt, betoniert und ausgekerbt hier das Loch. Finger passt durch. Kann man halten, gut im Griff. Aber stark. Aber theoretisch könnte noch ein bisschen weitermachen, das ist aber ordentlich. Hat ewig gedauert. Auch super anstrengend. Ist natürlich viel chilliger, hier einfach rumzusitzen. Aus dem Holzflocken Krug verwandelt. Geht aber. Geht. Falls ihr mal 2 Wochen in der Wildnis irgendwo rumsitzt und ein Messer dabei habt, macht das auch. Ja, macht das doch. Super mal. Easy. So top. Mir fällt gerade ein, dass, er hat es wahrscheinlich nicht gemacht, aber dieses Loch am Henkel könnte man natürlich auch durchbrennen, ne? So. Was, was macht Team Dehydration? Jo, eure Lieblingsranger bauen jetzt weiter am Shelter. Ja, Mann. Geiler. Wir haben gerade noch mal kurz uns ausgeruht und man muss wirklich sagen, es ist schon, also die letzten 2 Tage sind wirklich extrem kalt. Es ist jetzt noch nicht mal die Sonne untergegangen gerade. Also da hinten ist sie noch. Und es ist jetzt schon arschkalt. Das heißt, die Nacht wird wieder mal brutal arschig. Krass. Obwohl es im Sommer war, ne? Deswegen ist unser Plan jetzt, dass wir werden nicht viel schaffen heute. Vertreibt auf jeden Fall die Langeweile, etwas zu schnitzen. Ja, absolut. Ich meine, deswegen habe ich ja auch in Staffel 1 da irgendwelche Schachfiguren und so ein Kram alles geschnitzt. Wir wollen zumindest, das lenkt einen halt ein bisschen ab, hier hinten zu machen. Wir haben auch gerade noch mal einen Fehler entdeckt. Und zwar liegt hier dieses Ding gar nicht auf diesem Holz, wie es eigentlich geplant ist, sondern auf dem Tripod. Das heißt, wir werden es jetzt gleich noch mal hochheben, fixen. Dann werde ich hier hinten die Sachen abschneiden. Wahrscheinlich muss Dominik das hier dann noch mal neu verkabeln oder so. Und dann werden wir da hinten so Dinger ranpacken. Und dann kam uns wirklich der Geistesblitz gestern Abend noch. Und zwar haben wir hier beim Entästen ultra, ultra viel. So kleinen Scheiß, den wir noch übrig haben. Und den werden wir da gleich dann ranballern. Es muss ja jetzt nicht krass, krass halten. Wir sind ja jetzt nicht 5 Monate hier. Das heißt, einfach dann da ranballern. Also wir werden da so schräg Dinger ranmachen, so große Holzdinger. Und dann schön dieses kleine Zeug da reinstopfen, dass es einfach so ein bisschen den Wind aufhält. Der Punkt mit dem Regen, den ich mir gewünscht hätte, hätte natürlich auch dazu geführt, dass die ganzen Shelter, die halt gebaut werden, mal alle richtig durchgetestet werden, ne? Leck. Dann würde ich sagen, heben wir es erstmal hoch. Ich mache mal wieder meine Hochheberrolle. Dominik filmt bestimmt seinen Hut. Und du machst das richtig. Yes, sir. Ja, okay. Oh. Nein, oh, das wird richtig scheiße jetzt. Ah, fuck. So langsam kracht's bei mir. Ja, lass mal runter. Okay, sehr geil. So, als nächstes fixen wir diese Dinger hier. Weil die sind ein bisschen unnötig und die können wir dann auch hier schon als Längsstrebe verwenden. Was würdest du sagen, hier so? Top. Ja, einfach ab. So. Schön die Unterhose an. Okay, Chef, du kümmerst dich um die Knoten. Ich suche schon mal weitere Stöcker, die wir da dran machen können. Ich glaube, die müssen gar nicht mal so crazy dick sein, oder? Nein. Die dienen nur als Befestigung, dass das Zeug nicht so durchfällt. Ja. Einfach nur so ein paar Lachen. Dann würde ich gleich mal mich direkt hier an den Wichser hier machen. Direkt auch mal den Baum einfach beleidigen. Jetzt können wir den gebrauchen. Baum fällt. Timber! Das werde ich auch nicht los, ne?
Vom guten alten Survival Squad. Okay, aus der letzten Folge. Timber! Was so die Länge ist. Was denkst du, wie lange wollen wir, wie soll der so ran? So in dem Winkel vielleicht? Jo. Dann würde ich den mal so bis, genau so bis hier so machen. Digga, no joke, so die ganzen Sachen mit Holzbocken übertrieben krass. Vielleicht wäre ich doch nochmal in einem anderen Leben irgendwie so ein Holzatze geworden. Holzatze. So ein Holz-YouTuber. Ich komme gar nicht drauf, Bruder. Wie heißen denn Leute, die so Tische und so machen? Schreiner. Schreiner, ja. Leute, die so Tische also, machen. Plan, Tischler. Dass wir die hier so ranlegen. Ob wir die noch vielleicht befestigen, schauen wir mal. So, vielleicht kann man die auch so dann so ein bisschen die dünnen in den Boden rammen. Das sieht voll solid aus. Dann nehmen wir noch zwei Stück. Hier noch ein und. Hier noch ein. Bei uns ein kleines Gefängnis. Boah, sick. Das ist schon auf jeden Fall sehr geil. Und dann da so Büsche drüber. Vielleicht kann man die auch so ein bisschen so durcheinander weben. Habe ich noch irgendwie so gerade in meinem Kopf. Das wird nicht funktionieren. Dass man die so ein bisschen hier so festklemmt, so Wellen. Müsste das ja hier alles richtig fest sein, irgendwie im Boden drin und oben festgemacht. Aber hier so durchweben geht, glaube ich, nicht, wenn das nur so locker dran lehnt. So die erste Schicht, ja. Geil. Okay, Freunde, dann binden wir das hier kurz fest und dann sehen wir uns gleich wieder. Achso, die binden die doch noch fest. So, boah, könnt ihr euch noch damals an die Vlogzeit erinnern? So Longboard-Tour-mäßig, wie lange ist das her? 6, 7, 8 Jahre oder so? Wo immer mit der Legria, mit dem Klappdisplay alles gefilmt und gevloggt wurde, wo die jeder hatte. Und dann jede Transition war die so immer so irgendwo rein und wieder raus und auf dem Brust oder so mit der Hand. Das hat einfach jeder gemacht, Alter. Das war so ein Ding. Halbes Stunde später. Und so gefühlt zwischen jedem Cut. So, jedes Mal wurde irgendwas gezeigt, gelaberbar und danach wieder, oh, boff, früher, boff. Wie lange gedauert? Diese Dinger sind jetzt verknotet und ich habe währenddessen. So richtig 2014 oder sowas. Wann war denn Longboard-Tour? Sorry, jetzt interessiert mich gerade mal. Vor 7 Jahren. Ja, 2014. Hä? Bin ich dumm? Wir haben noch 2024. Ist doch 10 Jahre her. Guten Morgen, meine lieben Junge. Jetzt machen wir es erst auf dem Weg. Ja, doch. Das ist ein Reupload gewesen oder sowas. Vor 9 Jahren. Alter, krass. Longboard Tour wird dieses Jahr im Sommer 10 Jahre alt. Das von Unge war ein Reupload, safe. Longboard Tour Tag 0 mit unserer Ankunft auf Sylt. Am 2.9.2014. Diesen Sommer. 10 Jahre. Diese Dinger mal hier frisiert. Da waren noch so ein paar, die übergestanden haben. Hier genauso. Jetzt, hier unten kann man sich drüber streiten, aber da oben sieht es ein bisschen clean aus. Und ich hatte irgendwie gerade noch überschüssige Energie, keine Ahnung, woher die kam. Ich habe noch mal spontan 2 richtig große Bäume gefällt. Können wir dann morgen oder übermorgen für die Seiten benutzen. Und jetzt wird hier hinten die Äste drauf geknallt. Und dann hoffen wir mal, dass das die Frage ist halt, wofür sie es machen. Weil reine jetzt Optik, gerade meine ich, dass es geht. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich jetzt gerade 2 Bäume gesägt habe. Oder so fürs Feeling ruhiger, aber die Nacht vielleicht. Kann ich ziehen und dann ist scheiße. Genau. Gut, dann stellen wir euch mal auf den Tripod und dann geht's ab. Ah, die flächen das doch so ein bisschen durch. Na gut, wenn sie es doch oben festgebunden haben oder stecken das ein bisschen rein. Hey, sieht gar nicht schlecht aus. Das Werk ist vollbracht, Freunde. Okay, ich muss sagen. Zieht euch rein. Ey, dafür, dass wir jetzt nicht die übelst krassen Shelter-Bilder sind, ist das sehr, sehr solid geworden. Das sieht aus wie ein riesiger Burrito. Ganz irgendwie. Ehrlich, ich finde, es hat ein bisschen was von so einem Beobachtungsversteck, so richtig getarnt. Ich finde es geil irgendwie. Ja, also ich glaube, das wird auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen. Wir haben hier so eine Mischung aus Weben, Stecken und Drauflegen einfach genutzt. Ja. Also ihr seht ja, so ein paar sind hier so zusammengewickelt unter die Stöcker, ein paar haben einfach draufgeworfen. So eine Mischung aus allem. Top. Ziel ist es ja, den Wind abzuhalten und die Feuchtigkeit ein bisschen rauszuhalten, weil der Wind ist immer sehr feucht hier auch. Und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja, wir werden euch auf jeden Fall morgen mal berichten, wie und ob das geholfen hat. Und dann als nächstes sind die Seiten dran. Wow. Sehr geil. Ab und Hanna. So. Gute Nacht, ne? Mhm. Gute Nacht. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Wir sind heute schlappi unterwegs. Ja.
Heute kickt der Schwindel rein. Eben beim Pischern machen hält sie meine Hand, damit ich nicht umkipp. So weit sind wir heute schon angekommen. Das haben die jetzt nicht gefilmt, aber, ne? Morgen wird reingefressen. Ich sehe mich auch nicht mehr scharf. Aber es ist mit Brühe und dem ganzen Scheiß. Ja. Morgen geht wieder ab. Ja, morgen ist wieder, morgen, Leute, sind wir wieder morgen komplett. Wieder, ja, ich finde es so krass. Ohne Witz, letztes Mal, ich habe mir die Schnecken reingezippert und direkt auf 180. Ich so, darf ich einen Tisch bauen? Also morgen gibt es Schnecken und einen Liter Brühe. Genau. Und dann... vielleicht ein paar Krebse noch wieder, ne? Genau, und dann geht es uns auch wieder genau. gut. Genau, und dann geht es uns wieder gut. Ich meine, heute geht es uns auch nicht richtig schlecht, aber ich muss... Aber im Verhältnis zu den anderen Tagen war es halt schon ein bisschen... Ja, aber ist normal. Ich finde ja krass, dass das jetzt erst reinkickt. Dass die jetzt erst nach 8 Tagen sagen, ey, boah, jetzt kickt sie rein, jetzt sind wir schlappi. Also das ist schon... überleg mal, wir haben ja jetzt genau den Switch im Vergleich zu Staffel 1 und 2, wo die Leute halt... ne, am 8. Tag ja rausgeholt worden sind, wegen 7x24 Stunden, 7 Nächte. Und jetzt sagen die erst, sie fühlen sich schlappi. Wir müssen mal unsere Clips an und wir so, Alter, ist das langweilig heute, wir haben nichts gerissen. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Gut. Gute Nacht. Tschüssi. Wie sehr triggert es euch, dass ich auf Geschwindigkeit 1,25 gucke? Sehr. So, Tag 9, 8.37 Uhr. Ist doch geil. Jetzt ist mal ein bisschen Druck, ein bisschen Tempo hier drin, Alter. Damit ich hier nicht einschlafe. So, Leute, guten Morgen. Moin. Schlechte Neuigkeiten. Oh. Ich habe heute Nacht auf einmal richtig krasse Nierenschmerzen bekommen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ich weiß nicht, ob wenn man zu wenig trinkt, Nierenschmerzen bekommt, aber eigentlich... Nierenschmerzen. Wodurch kriegt man Nierenschmerzen? Doch, wenn man zu wenig trinkt, na klar, oder? Weil dann zu viel Giftstoffe drin sind und die nicht abtransportiert werden, oder? Vielleicht jetzt nicht gerade scheiße. Aber ist das nicht so, dass das Trinken quasi die Giftstoffe aufnimmt und durchspült und abtransportiert, oder? Doch, ist richtig, ne? Und wenn du wenig trinkst, dann bleiben natürlich diese ganzen Stoffe da drin, ja. Die saufen alle zu wenig. Das ist die, Staffel 3 ist die große Dehydrations, Brackwasser, wir haben Wasserproblem, das ist die große Wasserproblemstaffel, habe ich das Gefühl, oder? Ich kriege ja nur Nierenschmerzen, wenn die zu krass arbeiten. Keine Ahnung, wenn man sich 3 Eiweißshakes ineinander reinknallt, voller Eiweiß und gar nichts trinkt, dann kriege ich normalerweise Nierenschmerzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Warum sollte man sich 3 Eiweißshakes hintereinander reinknallen? Wenn ich jetzt nochmal eine große Portion Sumpfchlorwasser trinke, ob ich das eher besser mache oder eher schlechter. Aber ich habe ja keine Wahl. Besser. Das ist echt lästig. Ich kann gar nicht tief einatmen. Richtig, richtig nervig. Zu kalt sind sie auch nicht geworden. Hier im Schlafsack schwitzt man eher, als dass man friert. Also das ist auch ausgeschlossen, dass die unterkühlt sind. Mhm. Heute machen wir auf jeden Fall keine Wanderung. Heute machen wir mal einen ruhigeren Tag. Heute mal ein Bett. Abbrechen heute an Tag 9 auf gar keinen Fall. Also zweistellig machen wir safe voll. Ja. Guten Morgen, Leute. Mir geht's super. Ich habe eigentlich recht gut geschlafen. Ich habe gar keine Probleme. Das war nochmal wichtig, jetzt auch mit so einem kleinen Ellenbogen zu zeigen, dass es ihm gut geht. Das erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an die Situation, wo es Fabio schlecht ging. Wenn er euch erinnert, da war es auch so ein bisschen so. So, Max geht schlecht und ich als geisteskrank guter Teammate werde ihm jetzt eine Maggi-Brühe vorbereiten. Stark. Weil Maggi-Brühen heilen einfach immer alles. Ja. Ich werde jetzt hier das Feuerholz zusammensammeln, was hier rumliegt, werde stapeln, dann werde ich Wasser holen, die Steine vorbereiten, ein Feuer starten und dann die Maggi-Brühe machen. Guck mal, ich trinke gleich auch erstmal noch einen Schluck. Mir geht's zwar nicht schlecht, aber schwach. Aber ich bin trotzdem richtig gut erschöpft, Leute. Ja. Also ich meine, es ist fucking Tag 9 und alles, was wir haben, ist Sumpfwasser. Ich habe es auch gar nicht geschafft, meinen Plan umzusetzen. Einmal hier in der Wildnis zu masturbieren, weil dafür fehlt... Das war sein Plan. Er hat sich vorher überlegt, dass er auf jeden Fall gern unbedingt einmal in der Wildnis masturbieren möchte. Gibt mir echt komplett die Energie. Aber auch alle gemeint. Ich habe ihn nicht geglaubt. Sie hatten recht. So, morgens Feuer machen viel schwerer. Also unser gesammeltes Feuerholz. Super nass, stark und rein. Und der Zisch, Alter. Der andere. Boah,
Wieder mit Steinekochen perfektioniert. Ich habe noch nie so doll im Wasser gekocht, Alter. Das ist so am Aber geil, dass sie das schon auch irgendwie so konsequent durchziehen und da machen und probieren und finde ich gut. Hoffen wir, dass nicht gleich umfüllen, ist es wegverdampft, Alter. So. Wie gut das da funktioniert, ne? Oh, das muss mich jetzt heilen, der Scheiß hier. Wenn das sich nicht heilt, dann sieht's übel aus. Das ist aber auch einfach, ist einfach zu wenig auch halt, ne? Ja, Marc hat es gerade schon gut festgestellt. Wir haben. Das Einzige, was mich heilen kann, ist braunes, warmes Sumpfwasser mit Chlor oder braunes, warmes Sumpfwasser mit Asche. Ja, und wir sind gerade, wir probieren gerade die Asche-Variante. Asche mit Maggi. Asche mit Maggi. Und fühlst du dich schon besser? Nee. Okay. Schön Laschi-Brühe. Tu mehr rein. Aber es ist wieder mehr Salz, da musst du wieder die Niere mehr arbeiten, oder? Boah, du siehst übel unhappy aus. Das schmeckt so scheußlich. Echt? Ich finde, es ist sogar in Ordnung. Das ist ganz, ganz lasche Maggi. Ich schmecke gerade mehr Sumpf und Asche raus als Maggi. Aber wir können nicht mehr Maggi reintun. Oder? Nee. Mir ist es egal. Nee, also ich habe keine Nierenprobleme. Noch nicht. Der kann sein, dass ich morgen auch mit Nierenkrämpfen aufwache. Wir haben halt auch die ganze Zeit gleich viel getrunken, ne? Ja. Und wir haben immer dasselbe getrunken. Wir haben alles aber wie viel? Gemacht. Ja. Ich habe nur mehr Beeren gegessen als du. Viel mehr. Aber ich kann auch nicht mehr Beeren. Kann ich aber auch nicht mehr sehen inzwischen. Ich habe mir gerade noch mal eine kleine Portion Beeren reingehauen. Ich kann die scheiß Beeren auch nicht mehr sehen, Alter. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ja, sag mal so. Wir haben noch 6 Tage vor uns. Das ärgert mich auch, was von der Energie geht's. Was ich toll finde. Ich habe gestern vielleicht 20, 25 Beeren gegessen. Ja, die bringen eigentlich dann auch nicht viel. Das ist ja... Hätte nicht gedacht, dass wir noch so viel Energie haben. Ich weiß nicht, ob man bei 20, 25 Beeren irgendeinen Effekt merkt, im Sinne von, boah, jetzt habe ich aber einen richtigen Boost. Ich vermisse heute richtig die Wanderung. Das wäre dann eher so ein bisschen Placebo. Das wird ein langer Tag ohne Riesenwanderung. Wenn es morgen besser geht, können wir morgen eine Wanderung machen. Das ist ja super wenig. Das wäre toll, wenn es nochmal besser geht. Das wäre richtig toll. Kann aber auch sein, dass es dir gar nicht mehr besser geht, ne? So, Romatra möchte sich jetzt ein Schlafbrett bauen. Ich will das ganze Ding schwarz machen mit Kohle und dann das richtige Muster reinritzen. Die sind am Craften. Alter, das ganze Gesicht ist schwarz, geil. Sieht ziemlich scheiße aus. Hey, ich find's voll gut. Aber? Geil. Mein Schachbrett geht voran. Habe ich hier mit Kohle gemacht. Dann Turm, Pferd, Läufer, König, Dame, Läufer, Pferd, Turm. Ja, doch. Dann habe ich angefangen, die einzelnen Dinger frei zu rubbeln, quasi wie so ein Rubbellos. Ja. Max macht ein kleines Mittagsschläfchen. So. Schachbrett ist fertig. Geil. Jetzt muss ich schauen, wie ich chillige Schachfiguren mache. Chillige Schachfiguren? Ich würde euch mal meine zeigen, die ich schon gemacht habe. Die würden auch drauf passen, aber das kann ich nicht mit allen machen. So, Leute. Max schläft immer noch. Dem geht es nicht unbedingt besser. Es ist einige Zeit vergangen. Ich habe in der Zeit das Schachbrett fertig gemacht. Es ist sehr provisorisch, aber ich glaube, wenn ich noch mehr Zeit habe, kann ich anfangen, jede Figur genauer zu machen. Aber sonst finde ich eigentlich Team Rinde gegen nicht Team Rinde cool. Auf dem. Das ist voll geil. Stark. Mini-Schachbrett. Finde ich sehr, sehr lässig. Vielleicht spielen wir nachher noch eine Runde. Top. Es geht mal wieder zu unserem Wasserloch. Wir müssen uns dringend hydrieren. Ja. Mein Mund ist schon ganz trocken. Wie ist bei dir? Alter! Guck dir mal das hier an, Alter! Geil! Ich hau mich weg. Du siehst komplett den Lyris und die Eier da drin hängen, wie die am Bouncen sind. Warte, geh nochmal zurück. Beste Stelle bisher in der ganzen Serie. Pass auf. Zu unserem Wasserloch. Ach, jetzt gleich? Wir müssen uns dringend hydrieren. Mein Mund schon ganz. Wie der Rüssel am Wippen ist. Hier, pass auf. Bei dir. Bam. Kevin, geil, Alter. Kevin hängt heute richtig durch. Nicht nur Kevin hängt durch. Ich hau mich in Dreck. Schön den Jarak erstmal hier zum Schaukeln bringen. Dann passt doch perfekt. Alter. Euch mal den Plan für heute zu verkünden, Freunde. Denn wir haben heute nur, ja, jetzt nichts Anstrengendes oder so geplant. Nur nochmal komplett durch diesen ganzen Dschungelwald zum Meer zu laufen und wieder zurück. Ja. Weil was wollen wir im Meer holen, Kevin? Ja, wir haben heute, also wir haben nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und am Wasser gab es ja diese Kelb, Seegras, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die heißen, Dinger. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Robert Marc Lehmann gesagt hat, dass man da eigentlich alles essen kann, wenn es frisch ist. Und... ja, ich glaube, so ein bisschen Energy für die letzten Tage würde uns nicht schlecht tun. Deswegen wollen wir eigentlich noch einen letzten Trip wagen. Bin gespannt, was sie da finden und was sie da essen. Und hoffen halt, dass wir da nicht sterben auf dem Weg oder irgendwie umkippen oder so. Genau, und uns da mal so ein paar Dinger noch reinsnacken. Das Wichtige ist halt, dass wir die frisch finden. Also wir haben die halt immer gesehen, wenn die schon so braun vergammelt waren. Die Algen oder was? Aber wir müssen die wirklich frisch aus dem Meer holen, deswegen brauchen wir Ebbe. Ja, aber erstmal hier drin.
Tag 9, 15.38 Uhr. Ist schon später Nachmittag hier. Wir haben gerade noch mal einen taktischen Nap gemacht hier, um uns ein bisschen zu erholen und ein bisschen Energie und Motivation zu sammeln. Und jetzt geht Team Renten auf XP. Was ist denn das hier hinten? Seht ihr das? Hier hinten ist irgendwas Oranges. Ist das der Briefkasten? Ich glaube, das ist der Briefkasten für die SD-Karten. Wie hoch ist die Stimmung? Hey Leute, ich bin schon vom Aufstehen gerade fast ohnmächtig geworden. Das wird richtig geil, auf jeden Fall. Perfekt, das wird sicherlich ein guter Trip. Hey Bro, wenn du irgendwann nicht mehr kannst, dann sag einfach, dann machen wir Pause. Jetzt? Nee. Okay. Ich finde nur dieses Gras, ist eines der anstrengendsten. Ja. Falls ich irgendwann sowas sage wie, komm Bro, weiter geht's oder so, und du hast keinen Bock, dann sag einfach. Dann musst du, also ich will damit nicht hetzen, ich will nur, you know. Okay. Danke schön, Sir. Weil ich habe jetzt auch keinen Bock, dass du da irgendwie outpasst oder so. Kann passieren. Bist du outpasst? Low-Dog. Sag das nicht so. Ich würde sagen 50-50. Na, das ist nicht 50-50. Ich habe aussehen, hat ausgepasst. Freunde, wir sind da. Das gelobt. Wir gucken mal, wann das nächste Mal ein englisches Wort kommt. Gelobte Land. Oh mein Gott. Puh. Oh. Boah. Alter, das Wetter ist ja krank hier. Wow. Okay. Wir werden jetzt einen kleinen Ausruher hitten. Ausruher hitten. Auch mal einen kleinen Ausruher hitten. Also die Sprache ist schon wild, ne? Wenn man mal so drauf achtet. Einen kleinen Ausruher hitten. Kurz einen kleinen Plan schmieden. Wie wir es genau gleich machen. Bin sehr gespannt. Und dann melden wir uns gleich wieder. Der Plan ist wie folgt. Wir haben hier gerade Flut. Obwohl mir das auch irgendwie mittlerweile bei mir krass auffällt. Ich meine jetzt nicht im Stream, sondern generell, wenn ich irgendwie so quatsche oder wir Sachen planen oder Meetings haben, dass ich auch übel viel englische Worte irgendwie da so Denglisch spreche und benutze, ne? Vielleicht sehen kann, ich weiß es nicht. Irgendwie so ein Ding also normalerweise geworden. Ist das Wasser irgendwie so nochmal locker 2 Meter tiefer oder so. Wir warten die Zeit ab, sie müsste so roundabout in einer Stunde 30 maximal sein. Roundabout. Dominik ist hier schon am Wegratzen und dann gucken wir, was wir abfarmen können. Ich hoffe, das klappt. Abfarmen. Weil sonst war der Weg umsonst. Okay, schau mal, ist da eine Action, Achtung. Ah, mit dem Kescher hier wieder, auf, ne? Erster Versuch des Tages. Ja! Das gibt's. 5 Stück! Was? Heb's Kamerale. Ich hab echt ein Gefühl dafür jetzt. Ich weiß genau, was klappt und was nicht. Hab's echt geschafft beim ersten Mal. Fish Count. Bam. Alter, what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20 Fische hier. Da haben wir sie alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 plus 8. Sind 32 total gefangene Fische bei Sascha und Knossi. Alter, absoluter Spitzenreiter. Yes, baby! Ah! Ja, Leute, ganz komisch, wir kommen hoch ins Lager. Richtig crazy. Riecht hier nach Urin, aber so Tierurin. Oh. Das ist nicht unserer. Stell dir mal vor, der Wolf, ey, wir haben heute schon Kot gefunden auf einem unserer Wegpfad. Ist es da nass bei mir? Hier riecht es einfach nach Tierpisse, nach Hundepisse. Ja, aber es kann ja wirklich sein, dass der Wolf dahin pinkelt. Als Reviermarkierung. Weil es ja an der Stelle, wenn die da liegen und schlafen, vielleicht am stärksten nach denen riecht. Ey, jetzt geht's los. Ich glaube, das ist der War. Der Wolf will uns jetzt los haben. Dann ist was los. Wolf, dann komm. Komm jetzt. Komm. Bitte komm nicht. Geil. Bitte komm wirklich nicht. Wir sind bald weg. Was ist? Falsch. Leute, was? Was ist das für eine Losung? Was ist das für eine What? Das ist ja übel viel. Hä? Scheiße. Riesig. Mach mit der Hand daneben. What the fuck? Alter, was? Das ist richtig groß und viel. Wer hat denn das da hingekackt? Das von Reese. Von Dominik. Was ist das seitlich rechts auch? Innereien mit rausgedrückt. Harter Stuhlgang, kennt man. Hey! Hey!
Wo? Komm! Komm! Alter, die Beine sind komplett im Film. Ist das vom Wolf? Hat der so viel Losung? Was machen wir heute? Essen, ich hab Hunger. Heute so früh, also wir sind heute so früh wach wie noch nie, aber wir haben auch eine Mission. Oh, stimmt, wir haben noch eine Mission, ne? Wir wollen ein bisschen wandern. Wir wollen uns jetzt hier voll den Wamst vollschlagen vorher, mit dem, was wir halt finden. Schnell. Und ein ganzer Liter Brühe. Mhm. Und dann, bei unserem Scouting, haben wir ja zum anderen Strand hingesehen. Und weil wir jetzt echt, wir haben abgeschlossen mit dem See. Also, ja, wir hören hier da enden, ist einfach aber so dicht alles. Und aber den anderen Strand haben wir schon gesehen. Und jetzt werden wir heute vielleicht einfach zum anderen Strand hinwandern. Gucken, was da so gibt. Vielleicht hat die Flut da coolere Sachen hingeschwemmt. Mhm. Vielleicht finden wir im Weg noch Bären. Und deswegen müssen wir uns jetzt vorher den Wams vollschlagen, damit wir fit genug sind, darüber zu gehen. Die Gemüsebrühe nehmen wir mit, damit wir Energy haben auf dem Weg. Und das ist heute der Tagesplan. Jetzt geht's los, Magen ist vollgeschlagen. Alles dabei, Brühe dabei. Ebbe ist am Start, das heißt, wir haben jetzt gut 4-5 Stunden Zeit, bis wir wieder hier sein müssen, damit wir nicht in die Flut geraten. Das machen wir dann mal. Hoffen wir mal. Ich hoffe, die finden da was Cooles. Rein in den Dschungel. Jetzt haben wir den. Ach so, die gehen jetzt da oben durch, oder was? Um dann zu also, diesem Strand hier sind zu wir jetzt eben rausgekommen zwischen dem Baum und dem Baum. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas Tanniges. Und sind jetzt an den Strand angekommen. Ey, wie geil ist das? Ah, okay. Jetzt geht das Scouten los. Heute ist die Laune wieder richtig oben, weil wir wissen. Also irgendwie, es schockt einfach, weil heute ist mal was anderes. Heute ist einfach mal eine andere Aussicht. Erstmal ein Dutt machen. Voll. Richtig schön. Erstmal eine Assi-Palme oben auf dem Kopf. Guck mal, dieser Holzsteher da. Hä? Sieht halt so aus, als wäre hier mal ein Steg gewesen. Hä, warte mal, hier hinten ist doch irgend so ein Metallding. Warte mal. Hier. Ach so, warte mal. Die Folge heißt doch auch Verlassene Siedlung. Lesen? Ja. Oh, vielleicht mit wow, warte. So guck mal. Da ist irgendwas Holziges drin. Ah. Baumhaus oder so. Okay. Hä? Was? Ach ja. Oh, crazy. Übelst geiles Netz hier vorne. Was ist das denn für ein Ding? Richtig freshes Netz hier. Hier ist einfach ein Haus. Ja, moin. Hier ist einfach ein Haus. Hä? What? Alter, da ist einfach ein alter Blumen. Dings, hier ist so eine Vase mit verwelkten Blumen. Oh, die Vase nehmen wir mit und machen uns selbst einen Blumenstrauß auf unseren Tisch. Das erinnert mich ein bisschen an Panama, wo ich da diesen komischen Mini-Schuppen gefunden habe mit diesen Flaschen drin. Ja. Oh, geil. Oh, krass. Sind wir gespannt. Übrigens, da drüben sind wir, so ums Eck. Aha. Krass. Oh. Da würde ich doch das Lager umbauen, oder? Da würde ich doch umziehen, hier hin in so eine Hütte. Für die restlichen Tage, oder? Ist das boah, cool? Boah, ein Stuhl! Ja, ist halt die Frage. Hä, hier ist ja Schaumstoff. Ist das hier sogar ein Bett? Ein Bett! Oh. Hier sind sogar Nägel. What? Super, dass wir das an Tag 9 finden, ey. Ich will mal da rein. Oh. 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 Wir haben ja alles hier. Ey, krass. Oh, ist das eine Villa, ey. Hey, da steht sogar eine Taschenlampe. Wir machen jetzt hier eine Lost Place-Folge. Aber guck mal, der Boden ist ganz kaputt. Da müssen wir echt aufpassen, weil es man nicht durchbricht. Absolut. Oh, und ein Maß. Lass mal mitnehmen, dann können wir sehen, wie wir abgenommen haben. Ja. Voll spannend. Ich bin schon zu spät. Wieso? Weil wir schon voll abgenommen haben. Ja, aber ich weiß ja, was ich vorher hatte. Oh, hallo, danke. Danke. Oh, guck mal, da ist das Shit-Klo. Ah. Oh, meinst du, da ist noch eine Toilette drin? Toilette. Hier war. Aber das sieht schon, guck mal, so weggegammelt und wie das hier schon ist, das ist schon 10, 20, 30 Jahre hier lost, oder? Aber hier ging ja mal richtig was ab. Wahnsinn. So wie das aussieht. Ist das heftig. Oh, Alkohol. Ja, moin. Ja gut, ich weiß nicht, ob man hier einziehen würde jetzt, ne? Hm. Ist das heftig. Rekard. Alter, einen Ofen. Oh, einen Topflappen. Klopapier, Hanna, Klopapier. Alter, hat sich hier jemand umgebracht? Alter, einfach so eine Schlaufe. Krank. Klopapier. Wir müssen uns nicht mehr den Arsch mit Wasser und Blättern abwischen.
Boah, guck mal, die haben auch so geangelt, ne? Ja. Als Küchenrolle. Boah, gut, dass wir den Sack mitgenommen haben. Oh, Zeitung lesen. Oh, einfach mal wieder was lesen. Oh, jetzt könnte man gucken, von wann, ne? Was ist das? Das gewisse Etwas. Deutsch? Das gewisse Etwas? Deutsche Bank? What the fuck? Hier liegt übrigens ein Feuerzeug. Hier schläft doch einer. Sehe ich doch sofort. Was? Das gewisse Etwas verdient. Sind wir jederzeit der richtige Partner für Ihre Ansprüche? Crazy. Sie und Ihr ganz persönliches Anliegen. Raff ich gerade gar nicht. Am Wind. In aller Kürze. Waren das denn Deutsche, die hier waren? Porsche. Ja. Porsche-Zeitschrift. Oh, ein Feuerzeug. Aber leider. Ja, aber kann man auch noch benutzen. Nee. Was ist denn da? Nee. Das Innere. Da ist doch noch Magnesium drin. Ist ja, aber drin? Es fehlt der. Ja, aber nur den Magnesium kann man abschauen. Ja? Okay. Feuerstahl. Oh, Wachs! Aschenbecher? Was ist Aschenbecher? Nee. Also, können wir Knossi mitbringen? Knossi kam geschenkt. Warum das hier so verlassen ist, auch noch eine Jacke drin. Ich muss ja vielleicht mal. Oh, richtig Bücher. Pass auf wegen dem Boden, da ist hier. Oh, Hannah, schlapp! Hallo! Was? Aufpassen wegen dem Boden, nicht einfach so treten, sondern unter den Kosten. So mit einem fettes Loch, wenn du da reinbrichst, tust du dir richtig ab. Okay. Hier einfach Bücher. Die schlappen nämlich mit. Da muss ich nicht mehr in meine nasse Motorradschuhe rein. Da ist einfach Feuerholz. Jo, oh, dann nehmen wir auf jeden Fall was mit. Ja, dann können wir richtig gut Feuer machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar überlegen würde, ob man halt umzieht. Da war irgendwie ein Deutscher oder Österreicher in den 90er Jahren, der dort gelebt hat. Boah, und sogar getrocknet hier. Seht ihr das? Mhm. Wahnsinn. Krass, ey. Ich hätte gesagt, wir setzen uns jetzt da vorne hin, trinken mal ein bisschen Brühe und dann packen wir ein. Ja. Und dann gehen wir. Oh, warte mal kurz. Aber die denken nicht drüber nach, da eventuell ihr Lager umzulegen, dass die jetzt hier bleiben. Machen wir genauso, aber darf ich mir vorher noch das Scheißhaus angucken? Ja. Hier ist nämlich ein Buch. Ich glaube, da hat sich jemand beim Scheißen. Oh, das ist echt einfach ein Klo. Einfach ein Buch gegönnt. Aber das ist jetzt keine. Boah, da hinten ist noch ein Haus. Was, Alter? Was geht denn jetzt ab? Hier war ein richtiges Dorf einfach drin. Krass. Was ein Tag schon wieder. So viel schon Abenteuer. Geil irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da umziehen würde. Müsste man sich nochmal genauer angucken, wegen der Schlafmöglichkeit, ne? Aber irgendwie würde ich es auch geil finden. Der Tag finden. Heute wird so verfliegen, weil wir so aufgeregt die ganze Zeit gucken werden. Was ja, aber das wäre doch voll gruselig, oder nicht? Aber was wird daran gruselig sein? Also was ist jetzt an einem Haus? Also hast du doch mehr Schutz als bei einem anderen. Wir mitnehmen können. Boah, krass, hätten wir das an Tag 2 gefunden oder so? Wären wir hier geblieben? Oder hätten wir uns trotzdem unser... Jetzt will man nicht mehr umziehen, ne? Ich muss auch sagen, ich finde... Das klingt jetzt total dämlich. Aber ich finde, so alte Häuser umgibt immer so ein mystisches... Irgendwas, keine Ahnung. Und ich würde da drin jetzt nicht wohnen wollen. Weiß nicht, es hat vielleicht auch was von so Respekt den Urahnen, die da gewohnt haben, gegenüber. Aber ich würde da jetzt nicht einfach reingehen wollen und das so... So voll okay. Ja. Also ich kann das verstehen, dass man so ein beklemmendes Gefühl hat und dass es so ein bisschen komisch sein kann. Aber ich glaube, das wäre nur am Anfang so, wenn man sich das dann da irgendwie schön einrichtet und da irgendwie noch wieder ein bisschen aufbaut. Ich finde, und außerdem finde ich unseren Spot eigentlich geiler. Uah, upsie. Gut, das zu war. Ja. Ich finde unseren Spot eigentlich geiler, weil wir halt eine mega Aussicht haben. Und hier stimmt. Haben wir. Dann hätten sie einen miesen Shitstorm bekommen, weil Schummeln. Ja, okay, kann ich verstehen, dass man deswegen sagt, ah, nee, machen wir nicht, sonst das finden Leute bestimmt komisch und das wäre dann unfair. Und ja, okay, kann ich nachvollziehen. Obwohl es ja jetzt nicht, wäre kein Schummeln gewesen in dem Sinne. Es haben halt einfach Glück gehabt, dass da irgendwie sowas am Spot ist. Aber ja. So eine Aussicht. Stimmt. Und ich finde... Ich weiß nicht, ich glaube, hier hätte ich so Geisteralbträume. Boah, ich würde es so geil finden, wenn wir hier pennen. Die Urahnen, die hier so sagen, Alter, was macht ihr in unserem Haus, ihr Schweine? Oh, irgendwie hätte ich Bock drauf. Und dann würde ich so ein paar Horrorgeschichten erzählen. Ich habe so viele Horrorfilme geguckt, ja. Ich sag's euch. Ich würde dir auch noch ein paar Geschichten oben drauf erzählen. So, wir haben jetzt alle Häuser abgeklappert. Außer das da hinten, da laufen wir jetzt nochmal fix hin. Gucken, ob da irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Und ich glaube, die Pilze kann man auch essen, oder? Bin mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, mein Heimischer hat mir die mal gezeigt, aber ich will auch keine. Das ist doch der Zunder schon, oder? Ich glaube, das ist der Zunder schon. Oh! Wollen wir mitnehmen? Brauchen wir nicht, und wir sind Rinde. Und funktioniert nicht so. Auch so geil, dass Affe einfach so bei allem, was da drum liegt, total begeistert ist. Hm. Oh. Steckt ihm eigentlich ein. Wow.
So, fertig gescoutet. Hier der ganze Sack voll. Voll mit Feuerholz. Genau. Geil. War es ein schöner Tag. Voll. Also es ist bisher... einer der besten. Ja, definitiv. Und auch einer, der so... der wird sich nicht ziehen, weil man so viel zu tun hat. Ich hätte gerne die Hütte da oben noch gesehen. Viel zu reden hat wieder. Arg anstrengend. Das. Durch so eine Scheiße die ganze Zeit durch. Das ist mega räudig. Oh. Mega gut. Richtig, richtig gut. So, weiter geht's, ne? Sie haben genug Hate alleine, weil sie es gefunden haben. Es gab Hate? Es gab Hate, weil die diese Siedlung gefunden haben? Hä? Echt jetzt? Habe ich nichts von mitbekommen. Ergibt für mich ja gar keinen Sinn. Also ich habe doch in Panama auch da diesen komischen Schuppen da gefunden. Was willst du denn machen? So ist halt die Location da. Gut, ich habe da nichts mitgenommen, aber da gab es auch nichts mitzunehmen. An diesen Klippen. Wirklich, mein Kreislauf ist so am Limit, Alter. Das ist echt verrückt. Ich wünschte, ich könnte Kevin da gerade helfen, aber ich... wir müssen noch den Weg durch den Wald zurück, Alter. Jeder Schritt muss überlegt sein, auf jeden Fall. Er stiefelt gerade da hinten rum. Meinte gerade auf dem Weitem, ich habe eine Krabbe gefunden. Deswegen mal schauen, was er da gleich anschleppt. Aber auch das gehört halt dazu. Auch das gehört halt dazu, irgendwie ein Team zu sein, I guess. Man muss halt ehrlich sagen, wie es ist. Und ich bin das so am Limit. Ich komme so klar, wenn ich so sitze und liege und so. Ich merke, ich bin auch einigermaßen bei Verstand und so. Und kleine Sachen... so am Shelter und so, das ist kein Problem, irgendwo hinlaufen oder so, ne? Aber dieser Weg durch den Wald, das hat mich so gefickt. Gab wohl Hate, da es kein gut ausgewählter Spot von der Orga war. Während die dort gleich eingezogen hätten, die halt einen Vorteil gehabt. Laut der Hate-Kommentare. Okay. Aber sind sie ja nicht. Sind sie ja einfach faktisch nicht. Bei uns ist das echt gechillt im Team. Bestimmt wieder wilde Verschwörungstheorien bezüglich, dass die Mädels das bewusst aussetzt worden sind und so andere Sachen. Ah ja. Scheiß drauf, lass die Leute labern. Ich find's völlig okay. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn die eingezogen wären. Ich kann einfach gerade nicht, ich muss sitzen. Gehört halt einfach dazu. Sonst kipp ich hier um oder so. Und der andere macht halt dann, was er machen muss. So. Entweder er chillt sich auch dazu oder er hat halt Bock. Ja, Kevin hat auch ADS, ne? Der muss halt dann auch rumlaufen, dann läuft er ein bisschen rum, sucht irgendwas. Das ist schon ganz geil. Also ich hätte mir da wirklich nicht wünschen können, mit irgendeinem anderen Teampartner hier reinzugehen. Egal, wie lange ich hier laufe. So. Ich finde irgendwie nichts, was grüner ist als das hier. Und ich weiß nicht, ob wir das essen können, Mann. Einfach mal essen. Vielleicht ist das hier alles essbar und wir wissen es nicht. Einfach mal essen. Scheiße, ey. Eigentlich würde ich sagen, haben wir uns ganz gut vorbereitet, aber das fuckt mich gerade ab. Hier weiß ich gar nicht Bescheid. Ich habe keine Ahnung, ob wir das essen können, ob wir das essen können, ob wir vielleicht dieses Gras da essen können. I don't know, Mann. Dominik ist gerade ganz da hinten und ruht sich aus. Und ich glaube, ich gebe jetzt auch die Suppe auf erstmal. Aber was mit der Krabbe? Ist jetzt schade um den Weg, schade um die Energie, die wir gewastet haben hierher. Ja, gewastet. Aber am Ende des Tages ist es Tag 9, fast zu Ende. Wir schaffen auch 14 Tage ohne was zu essen. Da bin ich fest von überzeugt. Die Frage ist halt, wo ist die Grenze, ne? Wo ist die Grenze, wo du dann wirklich sagen würdest, in so einem Szenario, ey, es geht halt jetzt nicht mehr. Sind es dann die 3 Wochen? Sind es die 4 Wochen? Aber sonst nicht. Wir haben nicht gedacht, dass du das 14 Tage halt so aussitzen kannst irgendwie. Also das geht schon, aber dass es halt schon so ein Ding sein wird. Und dass Leute nicht wie in Staffel 1 und 2 einfach sagen, gut, da esse ich nichts. Geil gewesen. Scheiße, Mann. Das ist halt so, dass... das ist halt so das Beste, was ich... einfach mal abbeißen. Wenn man das essen kann. Komm. Er spuckt's aus, safe. Kein Plan, Mann. Das schmeckt halt irgendwie gut. Aber das ist halt schwer zu sagen. Das liegt halt seit 50 Jahren, liegt es da halt im Seewasser rum. Das schmeckt einfach nach Seewasser. Und Salz schmeckt einfach gut gerade. Ach, scheiße, Mann. Da kommt ja der kleine Krieger. Erzähl von der weiten Welt. Okay, Männers, wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir nach Hause gehen. Tag am Meer hat trotzdem gut getan, glaube ich. Mal ein kleiner Tapetenwechsel. Das ist schon echt richtig schön. Mal was anderes sehen.
auf jeden Fall sehr hören, geil. Was anderes mal riechen. Ja, aber es macht jetzt keinen Sinn, hier zu riskieren für 100 Kilokalorien Seegras oder sowas. Deswegen, wir spielen das hier safe jetzt einfach runter, hungern uns einfach nochmal durch, kriegen wir hin und dann machen wir es. Und dann wird genau hier, das wird der Boden uns holen, Mann. Yes, sir. Genau hier. Sonne ist untergegangen, wir sind wieder in der Base, beide komplett am Sack. Der Weg war echt auch anstrengender für mich, Mann. Ich kann mir tatsächlich auch, wenn ich mir so die Zustände einiger Teilnehmer angucke, vorstellen, dass wenn das eine Solo-Edition gewesen wäre, hätte es deutlich mehr Abbrüche noch gegeben, glaube ich. Zu zweit kriegst du es irgendwie immer noch mal hin, kriegst dich aufgebaut, noch mal motiviert, noch mal irgendwie. Aber ich glaube, wenn manche mit deren Situation, in der sie sich befinden, alleine da gewesen wären, ne. Das war wirklich heftig, Mann, ey. Zum Glück sind wir lebendig wieder hergekommen. Aber Bruder, ich sag dir eine Sache. Ja. Hör mir genau zu. Ja. Wir werden diesen Scheißweg noch genau einmal gehen zur Abholung. Einziges Mal laufen. Noch einmal? Noch einmal. Und zwar bei der verdammten Abholung am 14. Tag. Ja, Mann. Mega. Wir machen Alter, das. Dominik, Freunde, ist richtig am Sack. Ab ins Bett jetzt. Wir ziehen irgendwie durch. Wir kommen irgendwie über die Runden. Wir werden es irgendwie schaffen. Scheißegal, wir hungern jetzt einfach noch irgendwie 4-5 Tage wegen Jux. Scheiß drauf. Kriegen wir jetzt auch noch hin. Schauen wir. Freunde, lasst euren Support in den Kommentaren da. Ich geh schlafen. Alter, ist völlig fertig. Ja, ich auch. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Tschüssi. So. Sorry, dass ihr von uns heute nicht so viel gesehen habt. Max hat immer noch geisteskranke Schmerzen. Der Schmerz zermürbt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe jetzt den ganzen Tag durchgehalten. Jetzt ist mir das egal. Ich habe Romatra ultra ausgelacht, weil er Ibuprofen dabei hatte, weil er ja schmerzmittelsüchtig ist. Aber ein Ibuprofen geht ja ultra auf die Nieren auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber dafür habe ich keine Schmerzen. Was nehme ich? Eine 200er oder gleich 400? Ja, 400er. Das zwiebelt schon richtig. Das Dumme ist, man kann auch nichts machen. Ich würde gerne mal kurz festhalten. Ich wollte auf gar keinen Fall Max die Ibu nehmen. Dass Max keine Ibus mitnehmen wollte überhaupt. Ich wollte auch, egal was passiert, keine nehmen. Und dass er mich so ausgelacht hat. Habe ich. Und ich habe keine einzige benutzt. Und jetzt ist die einzige Person, die Ibu benutzt. Nachdem diese Person mich so ausgelacht hat, wie Ibus mitnehmen. Er himself. Ich habe nur noch keine mitgenommen. Krass. Und trotzdem benutzt er sie jetzt. Muss festgehalten werden. Das sind nämlich zwei Ibu 200. Auf nüchternen Magen. Mit Chlorsumpfwasser. Das kann es auch viel schlimmer machen, ne? Wünsche dir einen guten Appetit. Das kann die heftigsten Magenkrämpfe meines Lebens. Das kann der Rausschmissgrund sein, ne? Kann der Rausschmissgrund sein, ja. Aber mit deinen Schmerzen funktioniert. Also mit der Schmerzen müssen wir eh raus. Also wenn es nicht besser wird. So, keine Ahnung, was die anderen Teams heute gemacht haben. Aber mit dem Tagesabschluss, hier in geil. Schach, geil. Geht der Punkt an uns. Wow. Ist das geile Sicht und Wetter, ne? Toll, ne? An so einem krassen Spot hast du noch nie Schach gespielt. Nö, du auch nicht, oder? Ich hab noch nie Schach gespielt. Interessante Eröffnung. Interessante Eröffnung, sagst du? Interessante Eröffnung, ja. Das Gute ist, ich bin so schlecht, dass ich völlig unberechenbar spiele. Das stimmt. So, ich gehe jetzt von hier nach hier und setze ihn Schach. Er kann sich nirgendwo mehr hinbewegen, genau. Weil überall, wo er hingeht, hier bin wird ich er geschlagen. Tot. Hier bin ich tot, hier. Überall ich tot. Ich kann in keine Position gehen. Weil ich ihn, und damit hat er verloren, das ist ein Schachmatt. Sehr gute Partie. Gut gespielt. Geil. Das war lange, das war über eine halbe Stunde. Feier, wir sitzen immer noch in der Sonne, wie den ganzen Tag eigentlich. So, Leute. Erstens bin ich sehr schlecht, darüber offen zu reden. Oh. Zweitens mache ich sowas auch sehr ungern öffentlich. Oh. Aber ich finde schon, dass man euch das mitteilen sollte. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Man hatte jetzt hier, morgen ist Tag 10. Tag 9 geht zu Ende. Man hatte hier unfassbar viel Zeit nachzudenken. Also auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Absolut krass. Hab schon den letzten Tag drüber die ganze Zeit nachgedacht. Aber jetzt bin ich mir relativ sicher. Und zwar bin ich mit meiner Freundin schon 8,5 Jahre zusammen. Für eine sehr, sehr glückliche Beziehung. Ich bin jetzt ja 29 geworden, sie ist 25, wird 26. Und eigentlich war so geplant, nächstes Jahr hatte ich mir so vorgenommen, den Antrag zu machen. Aber hier wurde mir dann klar, warum warten? Es gibt wenige Sachen, die ich vom Leben möchte. Und ich hätte es sogar schon cool gefunden, wenn es vor dieser Reise stattgefunden hätte. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich relativ zeitnah, ich mich auch hier in Kanada besuche, ich weiß nicht, ob sie noch in Kanada sein wird oder dann wieder zu Hause in Hamburg, habe ich beschlossen, ihren Antrag zu machen. Ja. Was, Spoiler, ja, passiert ist, ne?
Aber das ist, glaube ich, auch öffentlich, oder? Da war doch, irgendwie war doch so da eine Geschichte. Ich werde jetzt, ich geht mich nichts an und so weiter. Aber ich bin der Meinung, da hat er auch was noch später zugesagt. Aber ich werde jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ja halt nicht mich betrifft. Nicht, dass da irgendwie, nicht, dass ich noch irgendwelche Sachen jetzt erzähle, die ich vielleicht mitbekommen habe, die gar nicht öffentlich sind. Deswegen sage ich dazu nichts. Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Und zeigt für mich nochmal so ein bisschen, oder andersrum, worauf ich hinaus, dass du in so Situationen, wenn du so losgelöst bist von allem und dabei Seven vs. Wild bist, ob allein oder im Team oder so, du irgendwie nochmal Zeit hast, die andere Gedanken zu machen und nochmal das Leben reflektiert und du, sonst bist du immer so in deinem Alltag normal und lebst du von einem Tag in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten und projektier und da und machen und erledigen sonst was und Seven vs. Wild reißt dich so raus, dass du irgendwie so, das ist wie so eine Stoppuhr des Lebens, also ne, es wird so eine Stopptaste gedrückt, dann wirst du rausgezogen und machst so ein Zeitprojekt irgendwie, so durch dadurch, dass du irgendwie offline bist und sonst was, du hast mal Zeit, irgendwie deine Gedanken kreisen zu lassen. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass er sich da jetzt gerade nochmal diese Gedanken gemacht hat. Finde ich cool. Ist auch im BTS, meine ich? Ah, okay. So, wir lagen jetzt den ganzen lieben langen restlichen Tag einfach in der Sonne und haben echt genossen. Ey, es tat so gut, der schöne Sonnenschein. Es ist echt immer so der Highlight des Tages. Voll geil. Das ist echt voll geil. Und jetzt gucke ich mir, das macht, also ich weiß nicht, sowas macht mich so glücklich. Ich werde mir jetzt angucken, was ich mitgeschleppt habe, okay? Also, ich habe mir Latschen besorgt heute. Geil. Die werde ich morgen aufbereiten, diese ganzen ekligen Schnallen vielleicht wegmachen und dann irgendwas mir basteln oder so. Aber es sind doch richtig geile Schlappen. Boah, sogar ein süßes Herzchen drauf. Dann habe ich ein Buch mitgenommen. Das werde ich jetzt die nächsten Tage lesen. Einfach ein deutsches Buch. Was für ein... Kannst du ja schon mal anfangen zu lesen und berichten, ob das gut oder scheiße ist. Geil. Aber egal, Alter. Einfach was zu tun. Schnapp Shorty in Grammy oder wie? Keine Ahnung. Schnapp Shorty. Und dann, Leute, haltet euch fest. Oh, Lul, was ist denn da drin? Batterien? Hilfe. Habe ich hier sowas mitgenommen. Da kann man dann so Sachen ranhängen. Wisst ihr? Und dann hänge ich das da irgendwie ran und dann können wir da so eine Art Organizer-Regal sortieren und so. Alles Mögliche. Keine Ahnung. Fand ich cool. Habe ich mal eingepackt. Eklig? Das Buch oder das hier? Ich find's cool. Da fällt schon alles raus. Alter, Leute, wir haben gerade wieder einen Wolf gesichtet. Der ist doch da vorne. Oh, bitte, bitte auf Kamera. Oh, ist er weg schon jetzt? Oh, nee, da hinten ist er. Warte, ich lauf mal kurz hin. Film doch drauf, film doch drauf. Film doch erstmal drauf, wo ist er denn? Boah, ist das schön. Da hinten, da hinten, da hinten. Geil, er ist drauf, hier hinten. Geil, er ist drauf. Hier hinten. Zack, weg ist er. Hier oh, oben. Wie geil. Alter. Wir legen uns jetzt zu Bett, sind unfassbar dankbar für den heutigen Tag und irgendwie... Sowieso für die ganze Zeit. Voll. Es ist schon... Es ist so schön. Es ist so crazy. Dass wir das so gemeinsam erleben dürfen. Das ist einfach etwas, was uns beide so zusammenschweißen wird. Ja. Eine Zeit, die kann uns nie jemand wieder nehmen. Und wie glücklich wir sein können, dass es uns noch so gut geht, dass wir die Zeit einfach genießen können. Und ist halt auch was, was du nie wieder... Die Mädels machen einfach Urlaub da. Leben wirst. Ja. Ist halt einfach so eine Kapsel, die uns gehört. Die machen einfach Urlaub. Naja, morgen Tag 10, Leute. Tag 10 ist dann quasi zwei Drittel. Es ist schon crazy, wie lange wir schon hier sind. Wahnsinn. Verrückt. Verrückt. Bis morgen. Die einen holen das Messer raus, die anderen, oh, wie schön, ein Wolf, ja. Yeah. What the fuck? Hä? Ey, das kann nicht sein. Fuck. Das kann man nicht glauben, Sascha. Was jetzt? Nee. Ich will gerade pinkeln gehen. Sascha, hier liegt einfach Hundescheiße. Da, wo wir pissen. Da, wo wir pissen. Ey, jetzt geht der Psychoterror los. Hä, hey, das ist doch eine Schnecke. Ey, Sascha, hier liegt die Hundewurst. Das geht. Hey, warte mal, das ist doch eine Schnecke. Psychoterror. Das ist eine Nacktschnecke. Hä, hey, bin ich doof? Das ist doch eine Schnecke, oder nicht? Das ist einfach eine Nacktschnecke. Hä? Ja, die heißen Bananenschnecken. Ja, Schnecke. Bist nicht doof, Stadtkinder halt. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Nacktschnecke. Welcher Wolf macht so ein kleines Häufchen? Da fallen nur so eine einzelne komische Wurst mit so einem Farben. Geil. Ey, Sascha, hier liegt die Hundewurst. Das gibt's nicht. Wie geil.
Oh, what the fuck? Überleg mal, er geht pissen, sieht einfach eine Nacktschnecke und geht komplett in den Psychoterror rein und dreht komplett am Rad. Wie geil, Alter. What the fuck? Ich fass aufs Maul noch. Jetzt trau mir nicht mal her zu pissen. Ich trau mir nicht mal zu pissen. Fuck. Jetzt trau mir nicht mal zu pissen. Aber er wollte doch, dass der Wolf kommt. Er hat doch die ganze Zeit geschrien, dass der Wolf kommen soll. Dann soll er doch kommen, hat er doch gesagt. Da, wo wir pissen, liegt eine Wurst. Wir haben es nicht hier mitbekommen. Wir waren noch beide. Und wir haben es nicht mitbekommen. Ich bin gerade noch gegangen. Ja. Vor 2 Stunden. Jetzt liegt da was. Geil. Jetzt denken die, dass in den 2 Stunden, wo die gepennt haben, einfach der Wolf da war und da hingekackt hat. Dabei ist es einfach nur eine Nacktschnecke, die da langläuft. Ist das geil, Alter. Ja. Komm bitte, guck's dir an. Nicht, dass du denkst, ich bin bekloppt. Zeig mal. Bananenschnecke. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Das gibt's nicht. 5 Meter vom Shelter. Holy shit. Holy shit, Alter. Holy shit. Geil, Alter. Seven vs. Wild Teams. Ah, herrlich. Hey, guck mal, sieht voll geil aus, weil jeweils die äußeren Teams in der Mitte, so symmetrisch, ne? Da habe ich ja was. Das mag ich ja. Ja, ey, coole Folge. Ich find's, die Schneckenaktion hat mich gerade gekillt. Die war sehr, sehr witzig. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle für die 1 Million Abonnenten auf dem Seven vs. Wild Kanal. Vielen, vielen Dank, Leute. Das freut mich sehr.